Marc, Ja? dein Tipp fürs Spiel gegen die USA. Ja, so klassisches 8-0 würde ich mal tippen. Klingt vernünftig. Sag mal, was heißt nochmal DFB? Ja, hier, Dings. Hier, deutscher Fußball. Dicke Forster Beats. Los geht's. In diesem Land, wo ich wohne, sind es alles so gewohnt, dass man Fußballgegner Die Chance und das Tor! Bei Ghana klappt das nicht gleich. Jetzt kommen die Jungs von hinterm Teich und die baden das jetzt aus. Ihr macht nen Abgang vom Turnier. Hört auf Marc, der sagt's euch hier. Kennt ihr das neueste Lied von mir? Wenn der Schlusspfiff erklingt, USA, ist das Ding klar. Die Besten bleiben da. Uns egal, ob ihr fliegt oder fahrt. Ich sag's mal so, oh, oh. Leidenschaft im Bein. Jürgen Klinsmann, er weiß, was ich mein. Er fliegt in die Staaten und wir bleiben hier. Das Gefühl, das kennt er ja von früher. Nach der Heim-WM in Deutschland flog er schon mal ganz schnell nach Amiland. Und jetzt kommt er mit denen und probiert einen Aufstand. Doch wir haben ja Poldi als Faustpfand. Komm Poldi, hau ihm eine rein. Stopp, keine Gewalt. Ich hab ne Ecke gemeint. Meine Mama wird stolz sein, will friedliche Spiele. Und ihre bedeutet mir viel, ey. Also pack ich mein Fanschal. Wir kommen ins Finale auf jeden Fall. Dann trage ich Smoking wie im Musical. Und das Stück heißt Der König der Löwen. Ja, wenn der Schlusspfiff klingt, USA, dann müsst ihr nach Haus. Und wir bleiben da. Uns egal, ob ihr fliegt oder fahrt. Ich sag's mal so, oh, oh, oh. Danke. Und? Wollen wir gucken gehen? Na sicher. Noch mehr Volltreffer gefällig? Hier oben gibt's das perfekte Gewinnerlied, meinen Song zur WM 2014. Hier könnt ihr euch einen Track anhören, den habe ich nur mit Apps gespielt, auf Telefonen und auf Tablet-PCs. Achso, und wenn euch gar nichts mehr entgehen soll, dann abonniert doch einfach 1Live, ziemlich genau hier. Entscheidet euch.